Wir haben hier einen Gesprächspartner, der heute vor dem Sozialgericht Köln, ich würde mal sagen, die Schönheiten unserer Judikatur hat genießen dürfen. Stellen Sie sich mal kurz vor und sagen Sie, worum es heute ging vor Gericht in Ihrem Fall. Ja, mein Name ist Berthold Bronitz und ich habe heute vor dem Sozialgericht geklagt wegen der Verfassungswidrigkeit der Sanktionen und natürlich auch gegen den Datenschutz, gegen die Datenschutzbestimmungen bei der Vorlage, halt eben, wenn man sich irgendwo bewerben muss. Ja. Auf welcher persönlichen Basis beruhte denn Ihre Klage? Was ist Ihnen denn widerfahren? Ja, ich habe also deswegen geklagt, ich sollte eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben und durfte keine Gegenvorschläge einbringen. Stattdessen wurde mir gesagt, ich müsse das unterschreiben, weil der Steuerzahler ein Recht darauf hätte. Ja. So, kann man so nicht gelten lassen, weil wenn Sie einen Vertrag abschließen, dann beinhaltet ein Vertrag eigentlich immer, also grundsätzlich, die Bedingungen beider Vertragsparteien, in dem Falle einmal des Jobcenters und im anderen Falle dann von mir. Und das wurde halt eben nicht zugelassen. Also es war keine freie Vertragsverhandlung, wie man sie sonst so im bürgerlichen Rechtsleben versteht, sondern so ein bisschen Druck dahinter, nicht wahr? Ja, in der Tat. Also es hat sich an dem Tag, wo ich die Eingliederungsvereinbarung unterschreiben sollte, ich möchte schon fast sagen, bedrohliche Atmosphäre entwickelt. Und deswegen habe ich mir auch das Recht herausgenommen, diese Eingliederungsvereinbarung nicht vor Ort zu unterschreiben, sondern halt eben zur rechtlichen Prüfung mitzunehmen. Und habe sie dann nach etwa einer Woche halt eben erst einmal unter Vorbehalt unterschrieben und dem Jobcenter dann zurückgeschickt. Und das Jobcenter hat natürlich gesagt, nee, da sind wir nicht mit einverstanden und hat halt eben die Eingliederungsvereinbarung durch einen ersetzenden Verwaltungsakt dann auch entsprechend mit den ganzen Pflichten, die man dann hat, ersetzt. Was hatte das für Sie für konkrete Folgen? Ist Ihnen Geld entzogen worden? Schildern Sie das mal. Ja, auch wieder ganz einfach. Zunächst einmal, die Vorgeschichte ist ja jetzt bekannt. Es kam dieser ersetzende Verwaltungsakt, wo also Pflichten drinstehen. Ich fühlte mich an diesen Pflichten nicht gebunden, weil in meiner Sicht die Eingliederungsvereinbarung ohnehin schon mal nicht rechtskräftig war, sondern eher rechtswidrig war. Und daraus folgt, dass halt eben auch der ersetzende Verwaltungsakt rechtswidrig ist. Und demzufolge habe ich mich an diesen Bestimmungen nicht gehalten. Und das hatte dann Sanktionen zur Folge, einmal in 10, dann in 30 und dann halt eben in 60% Sanktionen und im Überschneidungsmonat übrigens sogar 90%. Das heißt, in einem Monat haben sie also 90% Sanktionen und da wird der Kühlschrank also sehr leer. Das heißt, man macht ihn auf, man hört ein Echo und dann macht man ihn wieder zu. Und es war also natürlich sehr, sehr gut, dass die Sanktionen dann halt eben nach einer bestimmten Zeit beendet waren. Und während der Zeit, in der ich geklagt hatte, wurden übrigens auch die Sanktionen nicht zurückgenommen. Hätte ich also jetzt Erfolg vor dem Sozialgericht gehabt, wäre es mir trotzdem widerfahren, was mir widerfahren ist. Also das sollte man sich dann also auch immer vor Augen halten, weil eine Klage oder ein Widerspruch hat also keine aufschiebende Wirkung mehr. Und übrigens die aufschiebende Wirkung, die ich beim Sozialgericht beantragt hatte, die wurde mir ja auch verwehrt. Nun hatte Ihre Rechtsvorstellung heute beim Sozialgericht keinen Erfolg aus rein formalen Gründen, die wir jetzt hier nicht auszubreiten brauchen. Das kann man in einen Text integrieren. Was haben Sie denn für heute jetzt gerade frisch für einen Eindruck von der Kölner Sozialjudikatur? Ja, also für mich war ganz offen klar, dass das Gericht eigentlich schon sein Urteil gefasst hatte und dass man als Betroffener, wenn man jetzt also nicht unbedingt ein dickes Fell hat, überhaupt keine Chance hat, sich gegen die Schikanen der Jobcenter bzw. auch der Gesetzgebung zu wehren. Es ist so, dass ich natürlich enttäuscht bin von der heutigen Verhandlung. Du sprachst ja eben den Formfehler an, das wird also derzeit noch geprüft und wir werden dann, wenn also die Berufung doch möglich ist, in die nächste Instanz gehen, auf jeden Fall. Zum Abschluss noch, Sie hatten ja vor Gericht und ich denke wohl auch in der Klageschrift das Vorgehen des Jobcenters als eine Form von
Nötigung etikettiert oder definiert, woraufhin der Anwalt des Jobcenters das nicht nur zurückgewiesen, sondern auch in eine unmittelbare Beziehung zu Gewaltvorgängen an den Jobcentern gebracht hat, also quasi als eine Art Aufruf zur Gewalt oder wie auch immer. Was sagen Sie denn dazu? Ist das eine Position, die Sie nachvollziehen können? Nein, überhaupt nicht. Also erstmal, ich bin gegen Gewalt. Ich war im letzten Jahr übrigens auf der Fachtagung von Verdi zum Gewalt im Jobcenter. Und ich lehne also tatsächlich jede Form von Gewalt ab. Das ist also auch so, oder es ist auch so, dass wir zwei Opfer haben im Hartz-IV-System. Das sind also einmal die Betroffenen und einmal die Sachbearbeiter. Das ist ganz einfach so. Es ist ein ganz perfides System, was da aufgebaut worden ist, weil man muss sich vorstellen, dass die Sachbearbeiter meistens auch nur befristete Verträge haben. Und es gibt tatsächlich diese sogenannte Sanktionsquote. Und würde man sich als Sachbearbeiter an diese Sanktionsquote nicht halten, dann findet man sich sehr wahrscheinlich auch sehr schnell wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches zurück. Also wie gesagt, es ist ein sehr perfides System. Und vielleicht darf ich das noch erwähnen. Also ich sag mal, Hartz IV ist nicht geschaffen worden, um den Menschen zu helfen. Ganz im Gegenteil, es ist geschaffen worden, um die Menschen in einen Niedriglohnsektor zu drücken. Das ist mir also ein ganz besonderes Anliegen, immer wieder darauf hinzuweisen. Und die Betroffenen, die also unter Sanktionen stehen, dienen letztendlich eigentlich nur als Drohkulisse für diejenigen, die halt eben tatsächlich entweder geringfügig beschäftigt sind oder aber sie dienen als Drohkulisse, um Menschen in halt eben entsprechend niedrige Löhne zu quetschen. Und ich sag mal, diese Spirale muss durchbrochen werden und da arbeiten wir halt eben schon zwar etwas länger, aber mittlerweile ganz gut dran. Es kommt also langsam auch in die Öffentlichkeit. Sehen Sie da Perspektiven, um sich da durchzusetzen? Sie halten ja auch die ganze Sanktionspraxis und alles, was damit zusammenhängt, für verfassungswidrig. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Perspektiven. Also es ist eine langwierige Arbeit. Hartz IV gibt es ja jetzt seit 2005. Wir haben mittlerweile 2014. Es sind also fast 10 Jahre, an dem Hartz IV in Kraft ist. Ich würde mir aber wünschen, dass es wieder die Sozialproteste gibt, wie sie zu Anfang von Hartz IV halt eben entstanden sind, dass die Menschen halt eben mehr auf die Straße gehen und mehr für ihre Rechte kämpfen. Das ist eigentlich mein Ziel, was ich erreichen möchte. Und vor allen Dingen ist mein Ziel, dass Hartz IV natürlich auf juristischer, aber auch auf politischer Ebene bekämpft werden soll. Ich erinnere daran, dass morgen im Bundestag unsere Bundestagsfraktion halt eben einen entsprechenden Antrag zur Abschaffung von Sanktionen einbringen wird. Und da muss man halt die Linke. Nein. Welche sonst, die, ne? Ja. Die anderen nicht. Die anderen nicht, nein. Die anderen nicht. Und da wird natürlich jetzt erstmal auch abzuwarten sein, wie das morgen ausgeht, obwohl mir ist eigentlich der Ausgang schon klar. Wir hatten das ja schon mal. Aber es ist wichtig, dass eben diese Geschichten auch immer wieder an die Öffentlichkeit geraten.